Hallo alle zusammen, es ist der 3. Dezember und die ganzen Vlogmas-Vlogs von den amerikanischen YouTubern sind draußen. Und es hat mich etwas inspiriert und betrübt natürlich, denn oh mein Gott, es ist schon wieder Weihnachtszeit. What? What's going on? Und ich dachte, ich kann einfach nicht ein bisschen vloggen. Ich werde auf jeden Fall keine Daily Vlogs machen dieses Jahr. Ich werde hier und da mal ein bisschen vloggen. Ich habe die ersten zwei Wochen noch Schule bis zum 15. und dann ein bisschen frei. Also vielleicht schaffe ich es da tatsächlich ein bisschen was hochzuladen. Ich würde mich freuen, wenn ich es überhaupt schaffe, ein Video pro Woche hochzuladen. Egal was es ist, ob es jetzt ein Vlog ist oder was im Gaming-Bereich oder einfach ein kleiner Talk mit Seth. Leute, es ist jetzt 13 Uhr und ich bin gerade erst fertig mit so Schminken und Anziehen und eigentlich bin ich auch krankgeschrieben diese Woche. Es geht mir heute auf jeden Fall schon sehr viel besser. Ihr hört ja auch, meine Stimme ist sehr viel besser. Die letzten Tage hatte ich auch extrem immer noch Kopfschmerzen. Wisst ihr, was richtig gut geholfen hat? Ich war erkältet, ja, kein Fieber. Erstens schlafen natürlich, viel trinken, Tee, bestes Husten- und Bronchialtee, Salbeitee, Vitamin C und Zink. Sehr, 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 sehr gut, wirklich. Kann ich euch nur empfehlen. Für alle Jungs da draußen, wenn ihr das eine Weile nehmt, werdet ihr sehr horny davon. Oh mein fucking God. Also bedenkt das bitte. Oder auch nicht. Ist ja auch egal, ihr seid ja zu Hause. Ne? Ihr seid ja krank. Ansonsten... Oh Gott, mein Schreibtisch sieht schon wieder so unaufgeräumt aus. Psst. Seht das nicht weiter. Was hat noch geholfen? Eine Rotlichtlampe. Ja, sowas hat kaum jemand zu Hause und es ist auch so ein richtiger alter Omi-Trick. Meine Mutti hat mir das immer gesagt. Lena, wenn du verstopfte Nebenhöhlen hast, setz dich vor eine Rotlichtlampe und das wird besser. Und das wurde besser, Leute. Sowas von. Gibt's, also ich habe meine von Rossmann. Ignoriert das Chaos, Leute. Hier, das ist einfach so eine kleine Lampe, die man einsteckt. Hier meine ist von Ideenwelt, Rossmann. Und das wärmt richtig doll. Wenn ihr Schmerzen oder sowas habt, könnt ihr die Lampe natürlich auch an den Stellen verwenden. Also einfach euch mit dem Rücken zur Lampe drehen und euch bescheinen lassen. So 30 bis 50 cm Abstand natürlich, weil das Ding wird heiß und ihr sollt euch ja nicht verbrennen. Kleiner Tipp am Rande. So Gesundheit, Wellness und so. Das ist ja jetzt meine Branche. Ja, falls ihr es noch nicht wisst, schaut bitte gerne mein Live-Update-Video. Ich verlinke euch das mal gerne hier oben. Da erkläre ich euch, was ich gerade so mache. Nämlich eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Ja, jetzt habe ich schon verraten, ne? Aber Wellness, ich liebe Wellness. Wellness ist so ein Wort, was mich schon immer mega fasziniert hat. Und wo ich so dachte, oh ja, da will ich eigentlich arbeiten. So einfach nur relaxen. Eigentlich will ich selbst den ganzen Tag nur im Spa liegen und mich bedampfen lassen. Leute, ich habe ein kleines Paket hier an meiner Seite. Und das ist selbst Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe, eins von den Weihnachtsgeschenken. Vielleicht finde ich noch was kleines anderes. Ah! Und zwar ist das ein Rucksack von Fjällräven. Und zwar ein komplett schwarzer. Ich habe den auch. Und zwar in Grau. Oh, ihr seht gar nichts. Der sieht so geil aus. Der sieht viel, viel grauer aus jetzt bei euch in der Kamera. Aber in echt ist der schwarz. Ich habe dafür jetzt so um die 70 Euro gezahlt im Black Friday Sale. Also wenn ihr wisst, dass ihr sowas wollt und kennt halt die normalen Preise und das kostet normalerweise so um die 99 Euro, dann lohnt sich halt so ein Black Friday Sale, ne? Ja, wie gesagt, ich habe den in Grau, in Dunkelgrau. Und wir waren ja im Oktober in Mallorca. Schaut euch gerne auf Instagram meine Stories an. Habe ich in den Highlights oder meine Bilder, die ich jetzt gepostet habe erst. Jedenfalls waren wir dort und er hatte meinen Fjällräven-Rucksack sich ausgeliehen. Und dann hat er danach gesagt, boah Lena, so ein Rucksack ist richtig praktisch. Nicht, you don't say. Weil, also der hat tatsächlich eine richtig gute Größe, sodass man eine Flasche reinmachen kann, also eine Wasserflasche. Mal eine Jacke, falls einem das zu warm wird oder falls man denkt, nachher könnte es kühler werden. Einen kleinen Einkauf, falls man zwischendurch irgendwie shoppen geht oder ein bisschen Proviant oder sowas. Proviant ist auch so ein uraltes Wort. Aber ich habe immer was dabei, Leute. Ich habe immer Essen dabei und ich habe immer Trinken dabei. Ich kann einfach nicht ohne. Ich muss heute auf jeden Fall noch ein bisschen was für die Schule machen und natürlich diesen Vlog schneiden. Aber auf jeden Fall was für die Schule machen, denn Leute, ja, ich war krank die Woche und zwei Tage konnte ich wirklich gar nichts machen.
Während meine Klassenkameraden einfach mal 8 Stunden in der Schule weggeschrubbt haben. Crazy. Und die muss ich natürlich nacharbeiten. Gar keinen Bock. Und wir haben auch so viele Arbeiten geschrieben und Klausuren. Die muss ich dann natürlich alle nächste Woche nachschreiben. Also mal lernen, ne, Lena? Muss ich halt noch. Ich wollte jetzt mit Seth einkaufen gehen. Zu Kaufland. Das ist hier unser nächstgrößerer Supermarkt. Also wirklich größerer, der nicht Lidl oder Penny oder sowas ist. Und Seth geht gerne mal in größere Supermärkte, einfach um die Auswahl zu haben, wisst ihr? Da gibt es dann mal was anderes als bei Lidl. Wir gehen sonst immer zu Lidl. Ich liebe Lidl. So, das ist hier gerade mein Lieblingsoutfit. Nicht unbedingt mit diesem T-Shirt hier drunter, aber normalerweise habe ich irgendwie so eine Art beiges oder rosa T-Shirt drunter. Und dann habe ich meine schwarze Mom Jeans von Topshop. Und dieses Hemd hier von Only. Von dem ich ewig nicht wusste, wie ich stylen soll. Und jetzt möchte ich das irgendwie nur noch so tragen. So mit halt T-Shirt drunter und Black Jeans. Und wahrscheinlich weißen Schuhen, weil ich habe keine schwarzen. Apropos Schuhe, Leute. Ich habe mir letztens Schuhe bestellt, beziehungsweise Seth hat mir dabei geholfen, mir Schuhe zu bestellen. Und zwar Nike Air Force. Und das Problem ist, wenn ich mir neue Schuhe kaufe, dass ich einfach keine Ahnung habe, welche Größe ich habe in letzter Zeit. Irgendwie ganz merkwürdig. Also weder bei Klamotten noch bei Schuhen weiß ich noch so richtig, was es gut ist. Ja, ich habe heute Morgen Yoga gemacht. Ich dachte, ich muss mich mal strecken. Deshalb liegt hier noch eine Matte. Es gab ja Sales und so, aber auf die Nike Air Force gab es leider keine Sales. Zumindest nicht auf diese Farbe hier. Oder es gab die irgendwie nicht. Jedenfalls, ich wusste nicht, welche Größe ich bestellen soll. Und normalerweise habe ich so eine 36,5. Aber ich glaube irgendwie, meine Füße sind gewachsen. Weil ich habe jetzt Reeboks seit 3-4 Monaten. Und da habe ich auch eine 37. Und deshalb habe ich mir jetzt mal verschiedene Größen bestellt. In der 36, 36,5 und in der 37,5. Und nur die 37, also ich habe nur die 37,5 anprobiert. Die habe ich gleich als erstes anprobiert. Und dachte so, okay, warum ist die klein? Sind sie nicht cute? Ich verlinke euch die gerne mal in der Infobox. Das sind die Nike Air Force Ones Shadow. Es gibt die natürlich auch noch in verschiedenen anderen Farben. Halt mit einem anderen Swoosh und hier mit einem anderen hier so. Und in so richtig geil Pastellfarben. Okay, Severin, wo bist du? Wir müssen zu Kaufland. So Leute, wir sind jetzt im Kaufland. Ein paar Leute, Sachen haben wir schon. Was ist das? Bergkoriander. Keine Ahnung. Okay. Pilze, Pak Choi. Shiitake, ja. Und Demeter-Möhren, die schmecken am besten. Die sehen zwar gerade nicht sehr geil aus, aber die schmecken tatsächlich am besten. Ingwer, genau, wir wollen so ein asiatisches machen. Wir machen jetzt immer so Teriyaki-Soße selbst, das ist ganz geil. Knoblauch, Essig und Salatsoße haben wir bisher. Let's go. Wir müssen unbedingt diese Sojasauce mitnehmen. Oh ja. Die Salzmelone mitnehmen. Okay, toll. Kleiner Einkauf, ne? Bisschen größer geworden. Warum ist das immer so? Auswahl ist einfach voll groß. Und dann gibt es Angebote und dann will man hier noch und das ist auch lecker und das hat man schon lange nicht mehr. Das stimmt allerdings. So ist es halt. So, wir gehen jetzt noch zum Baumarkt. Was wollten wir da noch? Also wir brauchen auf jeden Fall eigentlich noch einen Baum und Blumentopf für die Banane und Weihnachtssachen gucken und ich will Döner holen. Gut. Don't judge. We don't. Leute, ich glaube, es ist Weihnachten. Ja. Nussknacker. Guck mal, ein Paradies. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Punks. Geil. What the fuck, wo sind wir? Ah, Weihnachtsmarkt, Weihnachten im Baumarkt. Hier so eine kleine Krippe, wie wär's damit? Das ist aber süß. Das ist süß, oder? Ja. Oder einfach so eins. Mini? Ja, ohne Licht, ohne Teelicht. Aber dann friert der kleine Jesus. What the fuck? Ja, weiß nicht, was kostet der Spaß denn? 10 Euro und deins? Nix. Ah, cool. Na dann, nehmen wir das für nichts. Das war den peinlich draufgeschrieben. 20. Ui. Okay. Wenn man schon nicht auf dem Weihnachtsmarkt kann, ne? Ja. Ich glaube, auf den Weihnachtsmärkten sind nur noch... Oh mein Gott.
Es sind nur noch so Fressbuden und keine so Coral Hills mehr. Guckt mal, Leute. I just walked into Winter Wonderland. Also mich zieht ja diese Farbe hier an. Was sagt ihr dazu? So schön, so grün, türkis. Das finde ich eine schöne Farbe, Schatz. Das ist auch eine schöne Farbe. Weiß ich nicht, aber rosa ist mir too much. Nee, dies finde ich schön. Das finde ich schön, aber ein Baum ist ja schon eigentlich grün. Da braucht man ja eigentlich nicht noch grün. Oh no. Oh, sehr rot. Was spricht dich was an? Also guckst du dir diese an? Die sind viel zu klein. Ich weiß, die sind zu klein leider. Was nur, weil wir haben jetzt so Kerzen gekauft, so in dieser Größe. Und dachten, wir können die in solche Gefäße machen. Ja. Anstelle eines Adventskranzes, weil wir haben noch keinen Adventskranz. Außer natürlich, wir bauen uns ein. Basteln uns ein. Das Ding ist mit solchen Teelichtkerzenständern, das wird hier runtertropfen. Und dann hat man den Salat nämlich auf dem Tisch. Diese großen, ja. Also schön sehen die ja aus, aber nützen halt nichts. Ja, sorry, wenn ich unscharf bin. Die Kamera ist oll. Pyramidenkerzen! Das sind so kleine dicke. Gibt es hier auch dünne? Ach nee, nicht. Also, ich glaube, die dünnen sind besser. Was, Pyramidenkerzen? Ja, aber... Nein, die perfekt. Ja, aber weiß ich nicht. Mach doch mal auf, bitte. Ich will wissen, ob die dünne und einer dünn und einer dick ist. Was sagt ihr? Sind die dünner? Nein, nee, sind genauso. Nicht. Ja, dann ist nur die Frage. Weiß oder? Na, rot natürlich. Hallo? Dieses Rot oder dieses Rot? Ich finde ja das eigentlich ganz. Ja, wir kaufen das. Die sind auch günstiger. Just saying. Ich nehme gleich die Beine. Okay, gönn dir. Naja. Ja, mach. Mach. Weihnachten ist noch lange hin. Das ist erst der dritte. Steph hat sich gerade spontan in diese Pyramide verliebt. Er sagt, sie sieht aus wie Kekse. Und ich muss ihm sagen, es ist nicht, also er hat nicht ganz Unrecht. Irgendwie so Spekulatius und Lebkuchen. Ja, was ist denn bei dir los? Weihnachtsfieber, ne? Debbie? Ja? Oder willst du doch einen Kunstbaum? Der ist gar nicht so hässlich hier, der Kunstbaum. Kunstbaum? Ja, der ist halt Kunst. Kostet auch nur 250 Euro. Ja, naja, das lohnt sich nach 10 Jahren. Okay, ja. Aber natürlich abbaubar ist er dann trotzdem nicht. Ist halt einfach der Nachteil bei Kunst. Also, Kram. Also ganz schön sieht er ja aus. Qualitativ meine ich. Natur ist schöner für uns, ne? Ja. Ich würde gerne in Natur. Ich bin auch einfach kein Plastikfan, muss ich sagen. Weil es sich einfach nicht abbauen lässt. Ja, dann bringe ich halt ein paar Bäume um, aber still. Die sind dann wenigstens abgebaut, wenn ich Kinder habe. Ja, die verrotten, ist doch Natur. Ja, genau. Ist halt Natur. Also, die werden halt auch dafür angebaut. Das Plastikzeug. Ich weiß nicht, was damit passiert. Nee, ich auch nicht. So, wir haben jetzt was gefunden und zwar hier solche. Das ist ja auch sehr schön, muss ich sagen. Ne? Gibt es auch hier mit so Sternen. Aber wir haben jetzt so einen hier mitgenommen. Für cute, oder? Kerzen. Für unsere Kerzen? Ja, natürlich für unsere Kerzen. Wir haben nämlich noch keinen Kranz. Wir brauchen unbedingt einen. Ich meine, ja, also einen Halter, einen Kerzenständer wäre mir halt auch lieb und das passt halt gut. Ja. Ja, da können die auch raustropfen. Da müssen wir halt drauf achten, dass die das nicht machen. Und vielleicht, also das Problem ist halt, wenn man so dicke Kerzen so nebeneinander stellt, dann befeuern die sich halt gegenseitig. Es wird denen einfach zu heiß und dann tropfen die übelst rum. Und das ist blöd. Ah, Nussknacker, Baby? Willst du noch was? Ich glaube, du magst die nicht, ne? Was denn? Nussknacker? Das erinnert mich ja an meine Großeltern. Aber meine auch. Solange die keine Glitzerkronen haben, da wie die? Nee, furchtbar. Wie er hier? Au! Oh, sorry! Stichst mich ab hier mit dem Stern. Scheiße! Da, Glitzerkronen. Nee, der ist kitschig. Mit ihm, mit diesem Kristall. Nee. Oder das da oben, den mit der schwarzen Mütze da. Der ist mir so groß. Wenn dann so ein. Die sind doch recht teuer, aber es ist Handarbeit. Der kostet schon 20 Euro. Mögt ihr Nussknacker? Schreibt's in die Kommentare. Ja, schreibt mal. Also der sieht tatsächlich ganz okay aus. Ja, ich finde auch. Der ist mir ganz sympathisch, so noch von denen her. Weil
ein bisschen gruselig können Nussknacker schon sein. Hm. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das Märchen kennt. So, sind wieder zu Hause. Hab jetzt meine andere Kamera. Meine andere hatte keine Batterie mehr. Haben super viel eingekauft. Und müssen das jetzt alles wieder wegräumen, natürlich. Und haben mega Hunger. Ich weiß gar nicht, soll ich es euch zeigen, was wir so gekauft haben? Naja, das Übliche, ihr kennt es. Reibekäse, Butter, Fisch, Hühnchen, Gemüse. Wir räumen das jetzt alles schnell weg und dann essen wir was. Und dann gucken wir einen Film. Wir haben letztens Call Me By Your Name angefangen. Wir haben auch letztens diesen schrecklichen Weihnachtsfilm auf Netflix geguckt. Hier, A Castle for Christmas. Sehr cringy und wahrscheinlich eher für ältere Leute gedacht als für uns. Ich glaube, wir sind dafür zu jung. Mhm. Aber ich muss zugeben, aber so, es gibt halt diese Filme Prinzessinnentausch, heißt das so? Mit Vanessa Hudgens. Das ist halt auch echt nicht besser. Ganz ehrlich, das ist auch super cringy. Ist halt nur für Jüngere. Jüngere? Jüngere wie uns. Cringe, wer älter ist. Boomer. Und so. Ich habe mir Mango gekauft. Beziehungsweise als Chef mir das beziehungsweise, gekauft. Beziehungsweise, ja, ich wollte gerade sagen. Habe mir das kaufen lassen. Interessant. Damit ich das mit in die Schule nehmen kann, statt Gummibärchen. Ach quasi. So? Ist doch viel besser als Gummibärchen. Ja, ja, nimm. Letzte Woche habe ich nämlich Gummibärchen gegessen und wer will das schon? Und hab 2 Kilo zugenommen. Habe ich gar nicht. Oh mein Gott, kann ich das vorstellen, Zuschauer? So redet er immer. Manchmal, also meistens nicht, könnte ich das vorstellen, Zuschauer, sondern und dann irgendeine Freundin, Name meiner Freundin hier einfügen. Nee. Ja, weil du dich dann am Telefon darüber austauschst. So. Kannst du dir das vorstellen, Jenny? So eine Art. 2 Kilo. 2 Kilo zugenommen in einer Woche von einer Packung Gummibärchen. Oh mein Gott. Ist noch nie passiert bei mir. Ich nehme überhaupt nicht leicht zu oder ab. Das ist ja mein Problem. Es gibt immer Leute, die sagen, ich nehme so schnell zu oder ich nehme so schnell ab. Ich nicht. Ich nicht. Ja, machst du die Kräuter in die Kühltruhe, Schmutz? Ja. Schatz? Ja. Wenn ich da nichts brauche. Wenn du darfst? Ja, du darfst. Okay, dann mache ich mal meine Suppe warm. Oh Gott, schnell. Weil Seths Döner ist schon. Der wird nur kälter. Ja. Oh oh. Ich wollte es nicht sagen. Hast du jetzt aber. Du hast es gesagt. Oh, warum stehen die Töpfe rum? Ich habe heute Morgen abgewaschen. Ich hatte keine benutzt. Da. Und da habe ich mir gestern Tee gekocht. Aha. Im Topf natürlich, ja. Weil es so eine Art Chai war. Weil Wasserkocher und Teebeutel sind... Ich habe das mit Zimt gemacht und Kardamom und ein bisschen Ingwer. Und dann mache ich da Hafermilch rein und so. Ich finde es nice. Okay, aber ich muss jetzt, muss jetzt meine Suppe finden. Die ist auf dem Balkon. Auf der Suche nach der verlorenen Suppe. Die ist auf dem Balkon. Achso, ich bin jetzt hier Alleinunterhalter. Joachim, schön, dass ihr da seid, Leute. Kannst du das sonst tun? So. Aber nicht, wenn jemand guckt. Guck mal, unser Kranz. Aber du hast jetzt nicht wirklich die Leute. Nein, Mensch, oh, ich bin doch noch nicht fertig. Stellst du die bitte diagonal? So ist ja sonst nicht. Doch, bin ich so. So geboren. Wow, Schatz. Wow. Ist das jetzt nicht schon wunderschön eine an, sogar bitte? Mit den roten Kerzen diagonal? Das sieht wunderschön aus. Danke, aber der Kranz ist auch nett, oder? Nein, ja, so, morgen muss noch zwei. Nee, übermorgen muss noch zwei. Ja, aber jetzt schon mal eine, mein Freund. Okay. Welche denn? Du darfst dir eine aussuchen. Toll. Ich hatte gehofft, du nimmst eine und ich darf meckern. Das ist die falsche. Ich würde sagen, die hellrote. Ja, ich auch. Sehr schön, da sind wir uns ja einig. Oh Gott, was wäre es denn jetzt noch? Weihnachtsstress. Cringe, wenn wir uns nicht einig gewesen. Oh. Sag mal bitte, welchen Weihnachtsfilm wir gucken sollen. Im Idealfall auf Netflix, Disney Plus oder Prime. Und natürlich den guten. Singt er da? Was singt er? Chat. Jenny. Jenny. Oh mein Gott. Wenn er hätte singen können. Hast du dir das vorgestellt? Wie alt ist der? 5.
Männer. Wir sind jetzt hier im Norden. Da spricht man so. Männer. Ach, der wird nie ein Fischkorb, Leute. Der wird nie einer. Hallo? Was denn? Fühlt er sich beleidigt, weil er ein Fischkorb werden will? Ja, das ist mein größter Traum. Wie heißt der noch? Varian? Varian? Der ist doch einer. Ah. Na, der ist doch einer. Ist der aus dem Norden? Der ist aus Mecklenburg und der spricht... Ach, was weiß ich? Du kriegst immer Gossip. Akzent. Du weißt immer, wie alle Schauspieler heißen, wer mit dem Der hat auch den übelsten Akzent, den norddeutschen. Ich gucke nicht den ganzen Tag YouTuber, Vicky. Na, hallo? Ich gucke noch nicht mal deutsche YouTuber. Aber du weißt das. Ich weiß das. Weil er so einen norddeutschen Akzent hat. Und das war mir sympathisch und habe ich ihn gegoogelt. Das ist einer von... Also, wann lerne ich den kennen? Was? Du musst dich mit den befreunden. Ich bin doch hier nicht mit dem Großen auf YouTube von uns beiden. Leg das doch einfach auf die Eiswürfel. Hör doch mal auf. Siehst du, perfekt. Zum Glück haben wir noch einen zweiten Kühlschrank im Keller, sag ich dazu nur. Ich sag dazu nur. Das sieht auch ein bisschen lecker aus, Heavy Boy. Ja. Warum hast du das mitgenommen? Weil es lecker aussieht. Damit du mich verführen kannst. Sorry. Mit dem Mekadatenmilch? Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das verschenke oder ob ich das selber esse. Hat er gesagt, Leute. Und dann hat er gesagt, er verschenkt das. Jule? Jenny? Jenny? Larissa? Jenny? Hast du gehört? Er will das verschenken. Ich glaub's ja nicht. Wie alt ist der? Larissa. Wie alt ist der? Männer. Das wird jetzt unser Running Gag. Ja, das ich sag's Männer. Euch. Männer. Krummbacher Naturtrub ist dunkel. Och, Alter, ich kann nicht sprechen. Naturtrüb ist dunkel. Ja, du hast das sind zwei Wörter. Ich brauche keine. Ich habe von Natur aus gerade Zähne. Hab ich auch. Beste Gene. Oh ja. Jenny? Nee, lass die. Die hatte eine Zahnspange. Jenny? Ja, meine Freundin, meine ausgedachte Freundin Jenny. Ja, die kann ja auch nicht so perfekt sein wie du. Richtig. Danke, Schatz. Ich habe es erkannt. Das wär's ja, wenn noch jemand so perfekt wäre wie ich. Das wär's. Besser so, nicht. Hier ist noch Hack. Das wollen wir besser nicht. Ey, hier ist noch. Soll ich das gleich in den. Hack, du hast die ganze gestohlen. Ja. Sollst du. Plastikbox oder Glasbox? Was ist dir lieber? Es geht Glas. So und. Dann nehme ich solche kleinen. Glascontainer. Glas. Die zwar schwer sind, aber. Daraus kann man irgendwie ganz gut essen auch, finde ich zumindest. Container. Was sagst du? Na, wie nennt man denn das? Boxen? Noch so ein Glascontainer. Das willst du von mir? Warum ist der so, Leute? Warum ist der so? Nimm den weg. Nee, nicht den wegnehmen. Behalten. Bester Freund. Bester Sammy. Bio-Ingwer. Wow, willst du Knollen? Ja, da stinkst du ab. Solche Knollen hättest du auch gerne, wa? Wenn die wüssten. Hat er gesagt. Ah, lol. Wegen Babylon. Ich dachte, du stellst mir den vor, weil du doch alle YouTuber kennst, persönlich. Kenn ich alle? Schatz, bitte, wer ist von uns der größere YouTuber? Du oder ich? Ja, aber er ist quasi Mecklenburg und deshalb muss ich die Connection haben, ne? Ich komme ja aus Mecklenburg. By the way. Leute, findet ihr, Seth und ich sollten einen Podcast haben? Wir reden so schön zusammen, ne? Wir können das schon richtig gut. Und bald ist auch unser 8-jähriges Jubiläum. Dann sind wir 8 Jahre zusammen. Oh mein Gott. So lange sind sonst nur Großeltern zusammen. Und immer noch nicht verheiratet. Letztens hat mich meine Mutter schon wieder nach meinem Erstgeborenen gefragt. Ob sie das haben kann, natürlich. Zur Aufsicht. Also ab und an, am Wochenende. Müsste ich erstmal eins machen, ne? Ein Erstgeborenes. Hä, nur weil wir 8 Jahre zusammen sind, kriegen wir die Frage, wann wir mal Kinder haben und wann wir mal heiraten. Verstehe ich überhaupt nicht. Sollen denn doch die Leute mal in Ruhe lassen? Und jeder hat seinen eigenen Lebensweg. Außerdem, wen interessiert dann das, ob man verheiratet ist oder nicht? Wisst ihr, was ich meine? Also außer ein paar steuerliche Vorteile, was habe ich denn davon? Hm?
Ist er mit mir zusammen jetzt? Ja. Ist er danach mit mir zusammen? Ja. Wo ist der Unterschied? So, welchen Weihnachtsfilm gucken wir denn jetzt heute? Oder Film generell? Wir haben zwar Call Me By Your Name angefangen, aber wir wollen den heute nicht sehen, weil es ein sehr ruhiger Film ist. Wir haben erst die erste halbe Stunde gesehen. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber heute ist uns der zu ruhig. Wir brauchen ein bisschen Action. Wir gucken jetzt Single All The Way, was mir gerade schon auf Netflix vorgeschlagen wird. Und wir sitzen jetzt auf dem Teppich, weil ich eine Suppe habe und die, wenn ich die auf der Couch esse, ich habe Angst, dass ich die halt verschütte. Sorry. Es ist laut. Ja, wir gucken das jetzt wahrscheinlich, weil wir gerade nicht was anderes wissen. Ja, es sieht doch witzig aus. Was wir sonst gucken können. Und es sieht aus wie ein kitschiger Weihnachtsfilm, ja. Sef hat hier sein... Wir haben das hier mal mitgenommen, Krombacher Dunkel. Ist ganz okay, ne? Ist ganz neu. Und ein Döner und ja. Und jetzt gucken wir was. Die spielt da auch mit. Stiflers Mom. Spielt irgendwie überall mit in den Filmen, den wir gucken. Halt. Ja, wir haben letztens natürlich Blond geguckt. Zum ersten Mal hat sie den geguckt. Ich meine, warum sollte er auch diesen Film gucken? Wir müssen noch natürlich Blond 2 gucken. Das stimmt. Einer meiner Lieblingsfilme damals mit so 10, 13, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher mit 13. Ich glaube, der war noch nicht draußen, als ich 10 war. Guck, das ist meine Suppe. Voller Gemüse. Ist echt gut. Und Knoblauch habe ich da auch drin. Zwiebeln, Sellerie, Knoblauch, Möhre. Nice. Sammy, wie geht's dir? Super. Hey, wieso? Was? Wir sitzen hier schon eine Stunde und gucken den Film. Ach, stimmt gar nicht. Dreiviertel Stunde geht er erst. Yeah. Und ich laufe die ganze Zeit in die Küche und hole mir was Neues zu essen. Weil meine Suppe irgendwie nicht reicht. Jetzt habe ich mir einen Toast gemacht mit Haselnussmus, Banane und Zimt. Ich hoffe, es ist geil, weil das habe ich noch nie gegessen. Übelst weihnachtlich. Zimt. Sehr geil, willst du mal probieren? Beste Kombi. Ich gerne, aber ich bin so voll. Probier das mal. Zu Hause meine ich. Probier das mal aus, wenn ihr das da habt. Nussmus mit Banane und Zimt. Mandel geht natürlich auch. Oder Erdnuss. Das ist wie mit seinem Galaxy-Sweater. Hey. Und voll outer space. Ein bisschen. Gestern waren wir noch abends spazieren. Und der Himmel war so klar, es war so frostig. Und man hat so viele Sterne gesehen. Den Sirius. Den Hund, ach so, genau. Den Sirius-Stern, das ist der größte Stern im Hund, der ist so. Der hellste. Den sieht man. Und der Orion aus kann man den der koordinieren. Der blinkt so bunt. Zuordnen. Der blinkt so bunt. Und dann haben wir das gegoogelt, warum das so ist und so. Und weil man das von dem Orion aus gut sieht. Und dann haben wir festgestellt, dass das der sein muss. Ja, das war sehr interessant. Sehr geil. Ich habe die besten Ideen in der Küche. Achso, Seth und ich müssen heute noch ein bisschen arbeiten. Okay, wir gucken noch mal 5 Minuten und dann machen wir los. Okay. Gucken wir Filme immer nur so halb. Okay, ich esse mal mein Bananenbrot weiter. Nein. Scheiße, wer macht jetzt den Film an? Ah, wo ist es denn? Bei mir. Tja. Der Film ist ganz unterhaltsam. Wir haben ihn jetzt bis zur Hälfte geguckt. Wir gucken ihn morgen weiter, nehme ich mal an. Das Wochenende liegt ja noch vor uns. Mein Brot war fantabulös. Phänomenal. Solltet ihr alle ausprobieren. Wenn ihr schon keine Suppe kocht, dann ist doch wenigstens Toast. Vollkorntoast natürlich. Weil das ist superior zu langweiligen Buttertoast. Buttertoast ist boring. Boring ist ein Wort, was ich mit Trump verbinde. Boring. Ah, lol. Steph und ich sind heute noch ein bisschen fleißig und ich wünsche euch heute aber schon mal eine gute Nacht für heute. Denn es wird bestimmt nichts mehr passieren in diesem Haus, außer ein wenig Arbeit. Also bestimmt nichts. Schatz. Nichts, was die wissen müssten. Das klingt
alles so unanständig. Okay, Leute, gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Erzählt mir gerne, wie euer Tag war. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Ciao.